willkommen zur vierten Sitzung hier im Rahmen des Moduls Verteilte Systeme an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Ich bin Gero Lückemeier und halte dieses Modul zusammen mit meinem Kollegen Sebastian Speiser. Die vierte Sitzung wird sich beschäftigen mit Netzwerkkommunikation. Im Laufe der dritten Sitzung, als wir uns mit dem Fallbeispiel für Java RMI beschäftigt haben, ist Ihnen ja schon aufgefallen, dass Sie RMI-Kommunikation typischerweise über TCP/IP abwickeln. Und von den Grundlagen verteilter Systeme wissen Sie allgemein, dass die Knoten eines verteilten Systems immer über ein Netz mindestens mal logisch kommunizieren. Das heißt, es lohnt sich, in diese Netzwerkkommunikation etwas tiefer hineinzuschauen, zumindest so tief, dass wir grundsätzlich verstehen, wie diese Netzwerkkommunikation heute abläuft. Dazu habe ich dann folgende Lernziele herausgesucht. Sie sollen die Basistechnologien, Protokolle und die Verarbeitung im Netzwerkbereich kennen. Das wird keine sehr tiefe Kenntnis sein. Alleine die gängigen Internetprotokolle füllen Bücher in ihren Erläuterungen, aber zumindest soweit im Grundsatz, dass Sie für die weiteren Aufgaben, auch die praktischen Programmieraufgaben hier in verteilte Systeme, gerüstet sind. Folgende Agenda ergibt sich daraus. Ich werde zunächst die Basis im Netzwerkbereich einmal vorstellen. Dazu gehört nach wie vor das ISO-OSI-Schichtenmodell und dann auch der Ablauf der Netzwerkkommunikation. Bevor ich Ihnen einzelne wichtige Protokolle, nämlich gerade das Internetprotokoll IP und das darauf aufsetzende Protokoll UDP bzw. TCP näher bringe und auf Ports näher eingehe. Kommen wir nun also zu dem Bereich Netzwerkbasis. Ich hatte gesagt, ich steige mit dem ISO-OSI-Modell ein. OSI steht hier für Open Systems Interconnect. Da hat die ISO damals ein Modell definiert, ein logisches, das aus mehreren Ebenen besteht und sozusagen die Kommunikation zwischen Systemen logisch schichtet. Wenn Sie jetzt auf die unterste Ebene hier schauen, die Ebene Nummer 1, das ist die Bitübertragungsschicht. Da werden also tatsächlich diese Nullen und Einsen physisch hin und her geschaufelt über bestimmte Medien. Als Übertragungsmedien habe ich hier auch Beispiele definiert. Zu dieser Sanduhrform links, da werden wir kommen, wenn wir diese Schichten alle einmal in ihrer Funktion durchgesprochen haben. Also die unterste Schicht, die Bitübertragungsschicht. Die nächste Schicht ist dann die Sicherungsschicht. Da geht es also darum, ob auf der physischen Bitübertragungsebene die Information einwandfrei kommuniziert wurde, wenn man also jetzt an Störungen denkt oder Ähnliches, dass die erkannt werden und dass die Übertragung auf der physischen Ebene gesichert ist. Die dritte Schicht ist dann die eigentliche Vermittlungsschicht, sozusagen die zentrale Ebene, in denen heute Netzwerke gesteuert und betrieben werden. Die vierte Schicht ist dann die eigentliche Transportschicht. Darauf arbeiten dann schon Transportprotokolle. Und die fünfte Schicht als Sitzungsschicht war mal dafür gedacht, dass man Sessions definieren kann. Das ist aber inzwischen auf die Anwendungsebene gewandert. Wie man überhaupt sagen muss, sowohl diese fünfte, diese Sitzungsschicht, als auch die sechste, die Darstellungsschicht aus dem ursprünglichen ISO-OSI-Modell, haben heute an sich keine nennenswerte Bedeutung mehr. Die siebte, die Anwendungsschicht, dort laufen dann alle Anwendungen ab, die beliebige anwendungsbasierte Protokolle nutzen können. Sie können an HTTP, SMTP oder Ähnliches denken. Darunter fallen dann eben auch Protokolle wie SSH, wo Sie eine Session haben. Gehen wir deswegen jetzt über zu den konkreten Protokollbeispielen und zu dieser Sanduhr, die ich hier links eingezeichnet habe. Man spricht heute von dieser Protokoll-Sanduhr, weil auf dem Bereich Vermittlungsschicht inzwischen man von nur noch IP-Protokoll spricht, nämlich All-IP-Netze, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, war ja die Idee seit UMTS bzw. jetzt LTE, dass es Netze gibt, die nur noch IP-Protokollverkehr vermitteln. Und alle anderen Protokolle wurden dadurch zurückgedrängt. Auf der unteren Schicht es noch eine Vielfalt gibt, liegt insbesondere natürlich, fangen wir ganz unten an den Übertragungsmedien. Sie können heute natürlich sowohl drahtlos durch die Luft
als auch über Kabel übertragen und dort insbesondere die Diskussion haben Sie sicher auch schon mitbekommen, sowohl über klassisches Kupferkabel, über Draht gebunden, als auch über Glasfaserkabel. Und darauf aufbauend gibt es dann verschiedene Protokolle, die oder Übertragungsstandards, die auf diese Übertragungsmedien aufsetzen. Das sind aus dem drahtlosen Bereich natürlich insbesondere Wi-Fi, in Deutschland auch als WLAN bekannt, und eben LTE oder UMTS als mobile drahtlose Kommunikationsstandards, aber auch Nahverkehrsfunk wie Zigbee oder Z-Wave, die man ja in der Heimvernetzung öfter findet. Und dann im ganz lokalen Bereich kennen Sie alle sicher Bluetooth. Und das Klassische, was wir bisher nutzen über Kabel, wäre dann eben Ethernet. Und das heißt, auf der Ebene 1 und 2, das ist das, was diese Protokolle insbesondere abdecken, da gibt es durchaus eine gewisse Vielfalt. Auf der Ebene 3 kommt aber quasi überall inzwischen IP zum Einsatz. Auf der Ebene 4, da findet man eben sowohl das Protokoll TCP, was Sie eben bei Java RMI schon gehört haben, dass dort TCP/IP, also auf der vierten Ebene TCP und auf der dritten Ebene dann IP zum Einsatz kamen. Und als Alternative UDP, die werde ich im Folgenden noch gegenüberstellen. Auf der Anwendungsebene ist die Vielfalt natürlich so groß wie Ihre eigentlichen Anwendungen. Da gibt es alle möglichen Standardprotokolle für alle möglichen Anwendungsfälle, die Sie zum Teil ja im Laufe der Vorlesung auch noch näher kennenlernen werden. Aber dadurch, sehen Sie, ergibt sich eben so eine Sanduhr. Auf der dritten Ebene nur ein Protokoll, auf der vierten Ebene dann zwei, die sehr gängig sind, nach unten einige mehr und ganz oben dann wieder sehr viele. Die eigentliche Kommunikation läuft logisch gesehen natürlich von einem Teil einer Anwendung in einem verteilten System, von einer verteilten Anwendungssystemkomponente zu einer anderen verteilten Anwendungssystemkomponente. Denken Sie an Ihre verteilten Java RMI-Objekte. Die saßen logisch natürlich auf der Anwendungsebene. Diese logische Kommunikation, so wie sie abläuft, entspricht aber nicht der tatsächlichen, sondern das war das, was in Java RMI eben nur angedeutet war. Die läuft ja letztlich dann so ab, dass auf der Transportschicht das Ganze in TCP-Pakete, auf der Verbindungsschicht in IP-Pakete eingepackt und dann über irgendeine Art Leitung oder drahtloses Kommunikationsmedium am Ende des Tages transportiert wird. Und auf der anderen Seite erhält dann Ihr Server diese Client-Anfrage auf der Bit-Übertragungsschicht angeschlossen an irgendeinen Drahtlos-Empfänger oder eine Netzwerkkarte und das Ganze wandert dann durch diese Schichten wieder zurück und wird jeweils ausgepackt, bis dann Ihre Anwendung, also sprich Ihre Serverkomponente, diese Anfrage verarbeiten kann. Wenn wir jetzt Netzelemente dazwischen haben, was natürlich typischerweise der Fall ist, dann sehen wir hier, dass die Pakete in einem Netzelement nochmal wieder einige Ebenen nach oben wandern. Mindestens mal, wenn Sie einen Hub haben, dann ging es bis zur physischen Sicherung. Allerdings sind Hubs heute nicht mehr gängig, sondern heute haben Sie ja in der Regel Switches auch eingebaut in Ihren Routern für zum Beispiel DSL-Zugänge oder auch für Mobilzugänge. Und diese Switches arbeiten eben auf der Vermittlungsschicht, die vermitteln dann IP-Pakete weiter. Und das heißt, es wandert im Switch einmal bis zur dritten Ebene nach oben. Dort erkennt der Switch, welcher Server soll eigentlich dieses Paket bekommen und gibt das Ganze dann entsprechend wieder weiter. Umgedreht bei der Antwort liefe es natürlich genauso. Im Switch wieder bis zur Ebene 3 hoch, wenn es vom Server kommt, und von dort aus dann wieder runter und bis zum Client, den der Switch dann erkannt hat. Natürlich gibt es heute diese Entwicklung, die Sie sicher auch gehört haben, hin zu intelligenten Netzen. Intelligente Netze waren im Anfang nie in der Intention der Schöpfer des Internets. Die Aussage war immer, dass das Netz dumm sein und nach besten Kräften Daten transportieren soll, während dann die Endgeräte die Intelligenz haben, damit sich dort eben beliebige Anwendungen entwickeln lassen. Jetzt heute versucht man intelligente Netze durchaus als Marketingbegriff zu platzieren. Dabei sollte man nicht vergessen, dass diese Intelligenz dazu führt, dass
dann natürlich, wenn man bis auf die Anwendungsebene hinauf in ein Paket hineinschaut, man zwischen diesen Anwendungen auch diskriminieren kann. Das ermöglicht es im Grunde, das, was man ursprünglich unter dem Begriff Netzneutralität kannte, nämlich, dass das Netz sich nicht dafür interessieren soll, was es eigentlich transportiert. Anfangs war es ja auch zu dumm dafür, es überhaupt zu verstehen. Dieses entsprechend aushebeln zu können und bestimmten Verkehr je nach Anwendung bevorteilen, benachteiligen oder sogar ganz blockieren zu können. Wie ja zum Beispiel in der Diskussion war, dass eine Schweiz anlässlich einer Corona-Epidemie dann vielleicht die Übertragung von Streaming über Mobilnetze blockiert, weil man eben intelligent in diese Pakete hineinschauen kann. Das Ganze nennt sich dann Deep Packet Inspection. Man schaut also tief in diese Pakete, die dort fließen, hinein. Schauen wir uns die Protokolle nun genauer an, damit Sie auch verstehen, was eigentlich unter Paketen und IP und den aufsetzenden Transportprotokollen zu verstehen ist. Das Internetprotokoll IP versieht jedes Gerät mit mindestens einer Netzlokal, also bei sich in dem jeweiligen Teilnetz, eindeutigen Adresse. Die Adresse besteht aus einem führenden Subnetzteil und einer folgenden Gerätenummer. Also ein Teil davon soll sozusagen den jeweiligen Netzbereich ausweisen, während der restliche, der hintere Teil, dann eben dem Gerät eine eindeutige Nummer zuweist. Im Fall von IPv4, was in Europa wegen noch verfügbarer Adressen sehr, sehr gängig ist, haben Sie da 4 Bytes und diese Bytes schreiben Sie als Zahl jeweils getrennt durch Punkte, das heißt 192.168.01 wäre dann eben diese private IP-Adresse, in dem Falle eine, die Sie vielleicht oft auch finden, wenn Sie in Ihrem eigenen Netz mal nachschauen, welche IP-Adresse Ihr Gerät eigentlich hat oder welche IP-Adresse Ihr Router gerade hat. Bei IPv6 hat man das Ganze dann entsprechend ausgebaut von 4 gleich auf 16 Bytes. Da gab es dann die Aussage, jetzt können wir jedes Reiskorn auf der Erde adressieren. Wenn Sie sich kurz überlegen, wie lang 2 hoch 16 eigentlich ist. 2 hoch, natürlich, Sie haben 16 Bytes. 2 hoch 64, dann können Sie dort sehr, sehr, sehr viele Geräte adressieren. Und das schreibt man auch etwas anders. Man schreibt jetzt eben Hexadezimalzahlen, um hier eine kürzere Schreibweise hinzubekommen. Also Werte von 0 bis F für jedes einzelne Ziffernteil. Und man schreibt dann dazwischen auch Doppelpunkte statt des normalen Punktes. Und man darf die längste Folge von Nullblöcken noch ersetzen und einfach weglassen und führende Nullen auch, damit dieser Block einfach etwas kürzer wird. Hier im Beispiel unten sehen Sie, dass nach FE80 zum Beispiel ein kompletter 4 Nullen langer Block fehlt. Aufsetzend auf IP, auf unser Internetprotokoll, haben wir dann eben das User Datagram Protocol. Auch das ist ein paketbasiertes Protokoll. Sie haben im Internetprotokoll eben gesehen, dass es sich um ein Paket handelt. Und dieses Paket besteht dann eben jeweils aus diesem führenden Header, diesem Kopfbereich und dann der eigentlichen Nutzlast, den eigentlichen Daten. Und der Trick jetzt ist, dass Sie, wenn Sie sich nochmal diesen Stapel vorstellen, wo das Paket entlang dieser Schichten hinunterläuft, von der Anwendung bis runter auf die Bitübertragung, dass Sie auf jeder Ebene jeweils ein neues Paket als Schachtel sozusagen außen rumlegen, wenn Sie etwas abschicken. Das heißt, das IP-Paket ist außen und das UDP-Paket zum Beispiel sitzt als Nutzlast in dem IP-Paket drin. IP sieht an der Stelle erstmal nur Daten und reicht das Ganze eine Ebene höher in dem Transportprotokoll, wenn Sie das Ganze wieder auspacken. Dann entfernen Sie sozusagen diese IP-Hülle und gucken in diesen Datenteil rein. Und diesen Datenteil habe ich Ihnen jetzt aus dem IP-Paket habe ich Ihnen jetzt hier in Orange eingefärbt und sozusagen hier herausgezogen. Und UDP ist dort ein sehr leichtgewichtiges Protokoll. UDP kennt sogenannte Datagramme. Das sind eben letztlich auch Pakete. Und UDP erlaubt einfach ein unidirektionales Senden oder Empfangen zwischen zwei Kommunikationspartnern. Also ich teile Ihnen über ein UDP-Datagramm, über ein Paket letztlich, teile ich Ihnen etwas mit. Und wenn Sie mir etwas schicken wollen, dann schicken Sie einfach losgelöst davon mir wiederum ein UDP-Datagramm.
Für diese Datagramme gibt es keine Empfangsgarantie. Das ist ein bisschen wie etwas, das Sie bei der Post abschicken, ohne eine Versicherung abzuschließen oder ähnliches. Auch keine Quittung, also so etwas wie Einschreiben mit Rückschein ist nicht vorgesehen. Und es gibt auch keine Garantie, dass das Ganze in derselben Reihenfolge ankommt. Jetzt könnten Sie sich fragen, warum soll man ein solches Protokoll mit so wenig Garantien überhaupt benutzen? Naja, man benutzt es gerade dann, wenn man große Datenmengen transportieren muss und wenn ein Neusenden eines nicht angekommenen Pakets oder Datagramms im Grunde keine nennenswerte Option wäre. Denken Sie an Streaming. Die Zeit läuft einfach weiter und sobald etwas zu lange nicht ankommt, hören Sie im Ton eines gestreamten Audio- oder Videostreams, hören Sie Aussetzer, Knackser oder Sie sehen, dass das Bild stockt. Aber dann bringt es auch nichts, wenn das tatsächliche Paket nochmal neu gesendet wird und kommt dann einfach zu spät an. Zu spät ist zu spät bzw. vorbei und deswegen lohnt es sich dann nicht. Und dafür bietet UDP eben mit diesem schlankeren Paketformat Ihnen die Möglichkeit, dass Sie die Daten einfach effizienter bewegen. Auch das Network Time Protocol arbeitet so. Zeitsynchronisation werden wir uns sowieso noch in dieser Vorlesung näher anschauen in verteilten Systemen. Wie können Sie jetzt UDP nutzen in Java? In Java gibt es verschiedene Klassen dafür. Es gibt ein Datagram Packet, das wäre genau das Paket, was Sie damit erzeugen. Es gibt ein Datagram Socket und ein Multicast Socket. Und diese Sockets, die werden wir uns dann als Praxisbeispiel auch noch näher anschauen. UDP erlaubt eben als Besonderheit auch Multicasting. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie in der Studierenden-WG den Stream Ihres bevorzugten Videodienstleisters gleich an mehreren Geräten abrufen wollen. Wenn Multicasting geht, dann wird jedes Paket nur einmal geschickt und die mehreren Empfänger werten es alle gleichermaßen aus. Wenn das nicht geht, dann muss man jeweils einen einzelnen Stream losschicken und dann ist natürlich die verbrauchte Datenbandbreite wesentlich größer. Damit kommt es auch leichter zu Aussetzern und in der aktuellen Nachhaltigkeitsdiskussion ist es dann natürlich auch so, dass Sie insgesamt deutlich mehr Energie verbrauchen. Das Ganze ist weniger nachhaltig, als wenn Sie das Ganze über Multicasting lösen können. Gehen wir eine Ausbaustufe höher. Wenn Sie jetzt doch mal eine Garantie brauchen, dann können Sie zum Transmission Control Protocol, kurz TCP, greifen. Sie sehen hier, dass der Teil, der in dem IP-Paket transportiert wird, hier wieder dieser orange herausgezogene Teil, dass der umfangreicher ausfällt. Sie haben jetzt hier auch Prüfsummen drin, Sie haben hier drin eine entsprechende Quittungszahl, sodass derjenige absehen kann, wie viele Daten sind eigentlich beim Gegenüber schon angekommen, wie viele solche Pakete und so weiter. TCP bietet Ihnen als verbindungsorientiertes Protokoll eine zuverlässige bidirektionale Verbindung, genau zwischen zwei Kommunikationspartnern. Also Multicasting ist hier nicht vorgesehen. Es gibt keine Empfangsgarantie zwar, aber im Fehlerfall werden Sie als Sender dann davon erfahren, sodass Sie notfalls etwas nochmal senden können. TCP garantiert Ihnen da auch, dass es über die Reihenfolge Buch führt, sodass es Ihnen genau sagen kann, bis zu diesem oder jenem Paket ist bereits alles bei mir eingegangen. Und viele, viele wesentliche Protokolle, die Sie heute nutzen, insbesondere natürlich HTTP, laufen über TCP, sodass das ein ganz wesentliches Protokoll für Sie ist. Sie können TCP in Java auch direkt nutzen. Es gibt die URL, die kennen Sie sicher aus dem Surfen vom Browser. Es gibt eine URL Connection, wo Sie also eine Verbindung, eine dauerhafte zu einer URL aufbauen. Und es gibt dann hier wieder einen Socket und einen Server Socket, die Sie nutzen können. Schauen wir uns jetzt das Thema Ports und Sockets nochmal etwas genauer an. Diese Server Sockets, die müssen letztlich ja irgendwo Daten empfangen bzw. Daten wieder senden können. Und um jetzt zu ermöglichen, dass ein einziges System mehrere solche Dienste anbieten kann, brauchen Sie die Möglichkeit, dass mehrere solche Sockets nach außen hin geöffnet sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann dann ein Client gezielt einen bestimmten Dienst ansteuern? Und das gelingt, indem diese Sockets dann
an sogenannte Ports gebunden werden. Stellen sich diese Ports vor, wie Liegeplätze in einem Hafen. Diese Ports haben schlichtweg erstmal Nummern. Bei TCP und UDP sind das normalerweise 16-Bit-Zahlen, also sie haben insgesamt maximal 65.536 Ports, nummeriert von 0 bis 65.535. Diese Portzahlen, die geben sie typisch dezimal an. Bei RMI haben Sie schon gesehen, da gab es einen Default-Port von 1099 und den trennten Sie von der IP-Adresse oder vom Hostnamen Localhost, den wir dort einfach verwendet hatten, durch einen Doppelpunkt ab. Und jetzt, Sie haben schon gehört, RMI hat einen Default-Port, einen Standard-Port und normalerweise gibt es auch für viele, viele andere Dienste gibt es Standard-Ports, wo Nutzende erwarten, dass dieser Dienst oder dieses Protokoll auch über diesen bestimmten Port läuft. Sie kennen Port 80 für HTTP, das ja inzwischen ausstirbt, glücklicherweise Port 443 dann für das sichere HTTPS. Und es gibt neben diesen spezialisierten, die bereits vergeben sind, die man normalerweise für diesen einen Standarddienst nutzen würde, gibt es auch universelle, die eben bisher noch nicht an etwas Bestimmtes gebunden sind, wo sie ihren eigenen Dienst drauf laufen lassen könnten. Jetzt in einem guten Hafen, wissen Sie auch, gibt es privilegiertere Anlegeplätze, nämlich solche, die näher an der Landverbindung liegen, sodass es dann leichter ist, wenn ich einmal mit meinem großen Containerschiff reingefahren bin, dann nachher mit den Zügen oder mit den LKWs an das Schiff heranzukommen und ich mit kürzeren Abfahrtswegen meine Ware schneller verbringen kann, und solche, die eben weiter draußen im Hafen liegen. So ist es hier auch, die mit den niedrigeren Nummern, die gelten im Rechner als privilegiert. Also alles, was bis Port 1024 ist, das ist ein privilegierter Port. Und das sehen Sie auch, wenn Sie versuchen, einen solchen Port zu verwenden, dann werden Sie normalerweise im Betriebssystem Ihrer Wahl nachweisen müssen, dass Sie über administrative Rechte verfügen. Unter Windows wird dort wahrscheinlich irgendeine Art Nachfrage kommen oder Sie müssen es als Administrator vornehmen oder zumindest den Dienst entsprechend einrichten. Unter Unix für Ihnen-Systemen wie Linux müssen Sie auch entsprechend etwas freigeben. Sendende Client-Programme wählen einfach deswegen, um das zu umgehen, dynamisch irgendeinen hohen Port aus. Also Ihr Firefox-Browser, von dem aus Sie jetzt gerade eine Anfrage irgendwo hinstellen, der wird schlicht einen Port nehmen, 51.738, wenn er die eine Anfrage schickt über den einen Tab an einen bestimmten Dienst, und für den nächsten nimmt er vielleicht die 53.864. Und so kann nachher auch der Client, wenn dann die Antworten eingehen, klar unterscheiden, welcher Anwendung auf Client-Seite diese Antworten wieder zuzuleiten sind. Also die Ports dienen in beide Richtungen dazu, dass sie diese gleichzeitigen Verbindungen ermöglichen und dass sie da differenzieren. Zusammenfassend, Netzwerkkommunikation erfolgt logisch in Schritten, in Schichten. Also Sie haben gesehen, dieses ISO-OSI-Schichtenmodell, wenngleich wir einige Schichten dort heute nicht mehr so sehr benötigen, bietet doch einen guten logischen Anhaltspunkt, das Ganze zu strukturieren, von der Anwendungsebene bis hinunter zu der Bit-Übertragungsschicht. Die Nachrichten laufen eben auf der Senderseite logisch von oben nach unten und werden dort jeweils in eine nächste Ebene Paket eingepackt und laufen dann über das Netz und beim Empfänger umgedreht logisch wieder von unten nach oben. Und dort wird jeweils dann die äußere Paketlage weggeworfen, solange bis die Nutzlast der vorletzten Ebene eben auf der letzten Ebene als das Paket, was man als Anwendung logisch verschickt hat, erscheint. Und was Sie auch feststellen, ist eben, dass IP, TCP und UDP als Protokolle heute der Standard sind und sich durchgesetzt haben. Wenn Sie eine zuverlässige Verbindung brauchen, bei der Sie nachhalten können, wie viel verschickt wurde, dann verwenden Sie TCP. Für schnellere Übertragungen, ohne dass Sie jetzt so eine Garantie hätten, verwenden Sie UDP. IP RAW als Protokoll direkt verwendet man eher selten. Aber das werden Sie in den kommenden praktischen Übungen dann auch noch feststellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald. Bleiben Sie uns gewogen.